Sie wollten schon immer wissen, wie man selbst sämtliche Teile eines Bio-Jungrinds verarbeitet und welche Teile sich für welche Gerichte eignen? Wir schauen heute gemeinsam hinter die Kulissen und zeigen, wie es geht. Der Weg führt uns zuerst zum Bio-Austria-Hof von Barbara und Thomas Lanzer-Breitfuß ins steirische Murtal. Hier werden Bio-Rinder artgerecht gehalten. Die maximal 12 Monate alten Bio-Jungrinder liefern das herzhafte Biofleisch, das zu vielfältigen Köstlichkeiten verarbeitet werden kann. Biobäuerinnen und Bauern bewirtschaften ihren Hof biologisch, weil sie an die Zukunft denken. Sie versorgen uns nicht nur mit wertvollen Lebensmitteln, sondern gehen besonders verantwortungsvoll mit Mensch, Tier und Umwelt um. Wir halten auf unserem Hof Fleckvieh-Mutterkühe mit einem Limousinstier. Die Kreuzung daraus ergibt typische braune, hellbraune Kälber. Und es kann durchaus sein, dass an den Füßen oder am Körper oder typisch auch am Kopf weiße Flecken die Kälber haben. Die Geburt ist für uns immer die wichtigste Phase, dass wir ein gesundes Kalb haben. Die Kälber wachsen mit der Muttermilch auf und fressen schon laufend mit der Kuh das Grundfutter oder das Gras mit. Bei uns beginnt die Weidesaison Anfang April. Unsere Kühe bleiben den ganzen Sommer und wir hoffen immer auf einen schönen Herbst, dass sie auch den ganzen Herbst draußen bleiben können. Sie werden Ende Oktober spätestens Allerheiligen eingestallt. Das heißt, wir haben einen Tretmistlaufstall. Dort streuen wir die Liegefläche mit sehr viel Stroh ein, dass das trocken ist. Im Auslauf gibt es eine Kratzbürste. Das ist noch ein Wellness für die Kühe und somit haben sie auch den ganzen Winter sehr viel Bewegungsfreiheit. Die Vielfalt der Gräser und Kräuter auf unseren Wiesen ist ein Spiegel unseres Bodenlebens und unserer Bewirtschaftungsintensität. Damit, dass wir das hohe Ziel der Bodenfruchtbarkeit optimal umsetzen können, ist es notwendig, dass wir unseren Wirtschaftsdünger bestmöglich einsetzen. Zuvor müssen wir aber schauen, dass in der Lagerung das optimale Nährstoffpotenzial ausgeschöpft wird, dass wir dort keine Verluste haben. Durch die gute Zusammensetzung der Gräser und Kräuter auf unseren Wiesen und einer guten Nährstoffversorgung in Kombination mit dem richtigen Weidezeitpunkt wächst das Futter unseren Tieren quasi ins Maul. Wir als Direktvermarkter möchten gerne das ganze Rind vermarkten. Das heißt, wir haben viele Teilstücke, unterschiedliche Teilstücke aus dem Bereich des Hinterviertels, aus dem Bereich des Vorderviertels und auch im Bereich des Sitzfleisches, Bauchs. Und bewusst haben wir diesen Rückenteil, das heißt Beiritt, Rostbraten und auch den Lungenbraten, diesmal weggelassen, weil wir möchten euch die anderen Teile vorstellen. Ich möchte beginnen mit dem Vorderviertel. Und zwar haben wir da einmal den Hals. Der Hals ist ein sehr gut durchzogenes Stück, wird sehr gerne für Ragout oder für Gulasch genommen. Er kann sehr gut gebraten werden und wir essen ihn am liebsten gekocht mit Semmelkrenn und Röstkartoffel. An den Hals anschließend ist das ausgelöste oder Gap, wie man auch sagt. Der obere Teil ist ein sehr fleischiges Stück. Zum Braten, aber auch zum Kochen eignet es sich wunderbar. Und unterhalb drinnen versteckt sich die sogenannte Federl. Das Federl ist die Verlängerung vom Rostbraten, ist sehr gut durchzogen. Wenn man das mit dem Garn gut zusammenbindet, kann man es wunderbar am Griller legen oder auch schmoren. Weiter vom Vorderviertel, weiter nach hinten gerückt, ist dann die dicke Schulter, ein großes Stück zum Braten, aber auch zum Kochen. Das magere Meißel und auch das Schulterscherzel angeschlossen hat. Das Schulterscherzel, das hat innen drinnen eine Sehne, die durch das ganze Stück durchzieht. Und wenn man es dann kocht oder bratet, dann wird es sehr, sehr saftig. Anders als der Schulterspitz oder das magere Meißel, wie man es auch nennt, das ist ein fleischiges Teil. Zum Kochen, aber auch zum Grillen für die Mutigen, kann man zum Beispiel den Brustkern nehmen oder Brisket.
Der Brustkern ist wunderbar zum Kochen geeignet. Er gibt eine ganz kräftige Suppe. Und wenn das Fleischteil ausgekühlt ist, kann man damit auch einen Rindfleischsalat machen mit Käferbohnen und Zwiebeln. Oder aber die Zwischenrippe. Man sieht, es hat ein bisschen eine Fettauflage, aber beim Kochen wird das Ganze ein hohes Teil und ein hohes Stück. Es zieht sich ein bisschen zusammen und ist wunderbar saftig. Man könnte es auch grillen. Oder eben aber auch die Platte. Das haben wir jetzt da wunderschön zusammengerollt. Ich werde das jetzt einmal aufmachen, diese Rolle. Er gibt eine ganz kräftige Rindsuppe. Man könnte es auch auf den Griller legen. Gerade jetzt in der Sommerzeit wunderbar geeignet. Zum Hinterviertel ein paar Teilstücke. Wir haben da einmal den Tafelspitz als bekanntestes Teilstück in der Wiener Küche, ganz wichtig, wird gekocht. Ganz leise gekocht, wie meine Mutter so gern sagt. Kann allerdings auch für den Steak-Liebhaber dick geschnitten werden und gegrillt werden oder gebraten. Ein Stück, das dem Tafelspitze ähnlich ist, ist das Hüferschwanzerl. Ein etwas kleineres Stück ist es, lässt sich im Ganzen kurz braten, aber auch zum Braten oder Kochen verwenden. Wir sind da jetzt in der Schnitzelabteilung unter Anführungszeichen, das heißt, wir haben auch da das weiße Scherzel, ein helles Teil, daher auch der Name weiße Scherzel, ist ganz fettarm, also im Durchschnitt hat es etwa 2% Fett und 98% Fleisch. Es kann wunderbar gebraten werden, mit Speck gespickt oder aber auch gekocht werden. Im Sommer bietet sich's an, dass man es am Griller legt. Dicke Steaks schneiden und ab auf den Grill. Ein weiteres Schnitzelstück ist die Nuss. Das ist jetzt nur die Nussrose. Die kann man eben zu feinen Schnitzel schneiden, aber auch im Ganzen braten oder grillen. Und da dazu gibt es eine sehr günstige Variante, nämlich den Nussdeckel. Der sitzt auf der Nuss mehr oder weniger drauf. Und da kann man günstige, aber sehr gute, gut durchzogene Steaks machen. Und daneben haben wir für die auf der Schale liegend den Schalendeckel. Und der Schalendeckel bietet sich an, dass man den zu einem Rollbraten verarbeitet. Das heißt, man bestreicht mit Senf, würzt ihn, legt Speck drauf, Karotten, was auch immer, rollt ihn zusammen, bindet ihn mit Garn und lässt ihn im Rohr braten. Und da haben wir noch eine Wade, der Wadschinken, der hintere Wadschinken, die hintere Wade. Die sind das klassische Gulaschfleisch, sind sehr saftig und wir werden jetzt eine Spezialität daraus machen. Ich werde das gleich mal da hineinlegen und wir werden daraus einen geschmorten Wadschinken machen. Und vorbereitet habe ich auch schon Knochen für eine kräftige Rindsuppe. Die österreichische Rindfleischküche ist sehr vielfältig. Wir werden heute eine Rindsuppe machen und anschließend einen geschmorten Wadschinken. Dazu werden wir in Öl Zwiebel anrösten, anschließend die Knochen dazugeben, mitrösten und dann mit kaltem Wasser aufgießen. Anschließend kommen die Gemüseabschnitte dazu, das heißt Karotten, gelbe Rübe, Petersilie, Sellerieknolle, Lauch, Kräuter und Gewürze wie Lorbeerblatt, Pfeffer, Muskat, Muskatblüte und Wacholder. Wir werden jetzt die restlichen Gewürze dazugeben, anschließend kräftig salzen. Und ins kochende Wasser kommt jetzt ein Stück Beinfleisch, das ist von der Platte, und das werden wir dazugeben. Soweit sind wir jetzt fertig. Wir werden noch mit Wasser aufgießen und dann kann das 1,5 bis 2 Stunden ganz gut köcheln. Heute machen wir eine österreichische Spezialität, die beinahe in Vergessenheit geraten ist, und zwar einen geschmorten Wadschinken. Der Wadschinken hat ein Zwischengewebe, das sehr lange braucht, damit es quillt beim Kochen, wird dann aber umso saftiger. Dazu werden wir den Wadschinken salzen, pfeffern, mit Senf einreiben und anschließend auf einem Gemüsebeet ins Backrohr schieben.
Wir werden jetzt das Gemüse in den Bräter geben. Dafür nehmen wir Karotten, Zwiebel, Sellerieknolle, Petersilienwurzel und ganz viel Gewürze. Dazu sind Lorbeerblätter, Wacholder, ein bisschen Isop und der Thymian. Wir nehmen jetzt den Watschinken, der sollte mindestens 1,2 Kilo haben, geben ihn in den Bräter und gießen dann mit einem Viertel Liter Rotwein unter einer Suppe auf. Wir geben jetzt den Deckel drauf und dann kommt der Braten ins Rohr für etwa 2,5 bis 3 Stunden bei 120 bis 160 Grad. Nach der Halbzeit wenden wir das Fleischstück und übergießen es mit dem Bratensaft und schieben es wieder zurück ins Rohr. Am Ende der Bratzeit kann das Gemüse püriert werden. Dazu reichen wir Püree von unseren Bio-Kartoffeln. Bio schmeckt und ist gut für Mensch, Tier und Umwelt. Deshalb halten sich Barbara und Thomas Lanzer-Breitfuß an die EU-Bio-Verordnung und die darüber hinausgehenden Richtlinien des Verbandes Bio Austria.